Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator mit dem Chris, dem Dorne und dem Max. Hallo. 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 Oh, der stimmt doch ein bisschen. Hallo. Genau, wir haben uns ein neues Gerät gekauft. Zwischen gestern und heute ist Gerste jetzt gerade im Angebot. Oder halt in der Nachfrage. Teil ist viel zu langsam. Kappe. Und Gerste sind wir ja extrem am Produzieren. Deswegen ist das Feld auch schon gleich fertig, weil ja letzte Folge am Ende ist das gerade. Ich bin gleich fertig hier mit dem Na ja, am besten den großen Schwach, der hat 19 Meter. Ihr müsst sehen, wie schnell ich das Feld hier bearbeite. Warte, pass auf, dann bringe ich jetzt das, die Gerste hier noch weg und komm dann mit dem Sammelgerät hoch, okay? So. Viel Spaß. Ich baue 75.000, wäre cool. Wenn ich schneller Schwach habe. Viel Spaß beim Sammeln. Henning, und ihr schlägt dann den Hänger drüber aufs andere Feld, ne? Jo, mach das. Ne, nur wenn du mir 5 Euro gibst, heißt das, Henning. Nur wenn du mir 5 Euro gibst, dann kannst du das machen. Lecken. Eventuell, da müssen wir noch... Ich wollte gerade sagen, da müssen wir eventuell noch mal drüber reden, aber dann wäre schon eher der Fall. Na, also, weiß Bescheid, was ihr zu tun habt. Dann fragen wir noch mal nach wegen Server-Sponsoring, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das kommt immer gut. Und dann geht's. Ah, genau, könnt ihr mal schauen, da, weil wir gerade bei Server-Sponsoring sind, wenn der Game-Server sucht. Schaut mal in die Beschreibung. Da ist ein Link zu G-Portal. Ganz gute Server, cooles Produkt. Weil die Server, die sind echt ohne Flux jetzt. Also der Aufnahmeserver ist auf dem G-Portal-Server, der Rust-Server ist auf dem G-Portal. Also. Mein MC Birke und Paradise sind auf G-Portal. Besucht die Jungs mal, unten in der Videobeschreibung ist auf jeden Fall ein Link dazu. Bei mir nicht. Warte, ihr kannst kaufen. Doch, dir gebe ich auch noch einen Link, den fügst du wieder auch ein. Okay. Du Ratte, ey. Komm ich da als Geld? Nee. Nee, aber ich. Aber du, oder? Wir. Oh, wieder an dieser Scheißkante geblieben, Alter. Nice. Gib dir da mal mein Bankkonto. Gib dir mal meine PayPal-Adresse, dann kannst du mal. Wer lässt denn hier einfach das Seegerät einfach am Ende liegen? Schnauze. Ich schieb das mal ins Wasser, ne? Nicht? Doch. Gib dich gleich ins Wasser, Bob. Nett machen. Ja klar, hab ich jetzt aber schon. Ich hab übrigens meine Wette mit der Tastatur gewonnen. Am Arsch, wir haben gar nicht nachgeguckt. Ja, doch, ich hab schon nachgeguckt. Ja, weißt du, dass ich die Tastatur hab, die du da liegen hast? Du hast selber gesagt, dass du Isku hast. Und davon gibt es 2 Versionen. Bist du sicher? Ja. Und ich glaube, ich hänge im Berg fest. Vielleicht habe ich mich auch nur versprochen. Aha. Ja, wir haben mal von Isku geredet, also kannst du dich da nicht rausreden. Ja. Und du hast oder von Cisco Systems. ich stelle das Gerät hier hin. Jetzt kommt er wieder und wirft irgendwelche random Sachen rein. Nein, das ist nicht random. Cisco Systems ist ein... Nur ich, weil das auch das Detail bei mir irgendwie... Da kann aber irgendwie alles durch. Die haben aber mit Computer nicht viel am Hut. Wieder auch nicht. Also mit Computer schon, aber nicht mit den Peripheriegeräten. Peripherie. So. Einer könnte vielleicht schon mal... Ah, ihr seid jetzt alle da oben, ne? Am Arsch, alle weg. Oh, bringt mehr Geld. Du kannst alleine da arbeiten. Ja, ich merk das schon. Ja, dann muss ich gleich, aber ich gibt ja auch keinen Trecker mehr, ne? Nee, gibt's nicht. Alles in Arbeit. Ja gut, ich sag mal so, ne? Kannst höchstens beim Nachbarn klauen gehen oder so. Ja, ich glaube auch beim Nachbarbauern. Nee, weil, Hier muss ich hier rechts. Weil ansonsten könnten wir hier ja schon mal irgendwie wieder was anpflanzen, damit wir gleich nicht so viel Leerlauf haben, aber okay. Wir sollten vielleicht eventuell mal rüber Richtung BGA schauen, ob es da drüben auch noch Gras gibt, aber bestimmt, Gras? So wie es ausschaut. Gras? Ja. Gras ist immer gut. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich park das mal auf der Straße. Irgendwas mal Richtung BGA. Ja, ich hole mir das. Achso, das hat Chris, oder? Hast du das? Ja. Wo sind die BGA überhaupt? Ah, da.
Da sind 3 Grasfelder daneben. Alter, 4. Ist hier viel Wiese. Alter, hast du das alles schon umgemäht, Alter? Ja. Ja, leck mich doch am Morsch. Ja, lass mich mal kurz irgendwo reintappen, dann kann ich auch vielleicht einmal kurz gucken. Ne, gibt's nicht, arbeite danke. Mal. Komm. Danke. Alter, was? Nice. Ladewagen anschalten. Mit der Anzeige stimmt hier einfach sowas von nicht. Ich schau, ich flieg wieder. Ich flieg wieder. Oh, da macht die Möwe den Sturzflug. Sah gerade echt aus wie so eine Möwe, Alter. Lol. Er rasiert da einfach mal lang. Ja, hier, Dorne, gegenüber kannst du auch noch mähen, da ist auch noch Gras. Moment. Ja, Moment. Ich bin gerade noch beschäftigt. Ich habe übrigens schon 4000 drin, ne? Im Stein. Am Berg oder ja, nice. So. Ist das da unten die BGA? BGA. BGA. Ich bin gleich voll. Ich bin gleich voll. Lass doch deinen Hänger stehen. Ja, ich weiß. Ist auch alles gut, ich sag ja nur. Oh, Party. Ja. Ja. Aber nicht so viele Kurven, Alter. Ja, kann ich doch nichts dafür, wenn die gerade nicht gerade. Ey, schreib mich nicht so an. Ich kann nicht zwischen die Bäume herabfahren und zwischen die Dingens Masten da. Nicht? Ja, warum das denn nicht? Ja, war kein. Alter! Oh. Da bist du. Wie passen in den Scheißhänger eigentlich rein? Ja, das sind nicht 1000, glaube ich. So viel, bis er voll ist. Henning war schon wieder mit seinen. Wie heißt das Wort? Dann brauchen wir aber bald ein Ding, ne? Brauchen wir aber irgendwie mal einen Frontlader irgendwie. Mit was? Ein Radlader. Radlader, Hunger. Du hast auch jetzt gerade mal so 165.000. Noch nicht, aber gleich. Genau, gleich, das, was ich sagen wollte, war Henning fällt heute mal wieder mit seiner Intelligenz auf. Ja. 21, was meinst du? Hat er gesagt 21.000. Bin ich ja gleich full. Dorne. Ja? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass deine Witze nicht lustig sind? Also ich fand's witzig. Ja. Ich auch. Sonderfall. Soll ich mal nachdenken, ne, was du gesagt hast. Ne, eben nicht. Ja, jetzt zeigt er mir nicht an, wie voll der Anhänger ist. Irgendwie legst du wegen komisch zusammen, Buddy. Warum? Ja, irgendwie. Ja, nichts kann er. Sagt der Richtige. Henning, wolltest du nicht einen 24-Stunden-Stream machen? Wie lange hast du nochmal gestreamt? 10 haben 10 gefehlt. Ey, die müssen wir aber nicht irgendwie kaufen oder so. 9, aber macht nichts. Waren aber noch 14 Stunden. Waren es nicht. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Die müssen wir ja nicht kaufen, die BGA, oder? Ich glaube nicht. Leute, passt sogar mehr. Ja, du kannst mir gerne 5 Euro überweisen, aber musst es nicht. So, BGA. Aber ich hätte nichts dagegen von dem her. Ja, aber das Problem ist, selbst wenn wir das jetzt abdecken können, woher kriegen wir das Geld für einen Frontlader? Wir kaufen aber einen Traktor. Und wie wir das Geld bekommen, keine Ahnung. Kredit ist ausgeschöpft, oder? Problem ist, wir brauchen einen Radlader und einen Dingens. Das meine ich ja, deswegen fahr doch noch. Deswegen fahr doch noch eben das Stroh hier weg, was hier liegt. Dann lass uns neu anpflanzen. Und dann haben wir auch genügend, um uns eventuell einen Trecker und einen Frontlader zu kaufen. Weißt du, was ich meine? Stroh bringt eh kein Geld. Naja, aber mehr als wenn du die Silage zudeckst und nichts passiert. Na doch, dann können wir sich um uns irgendwas anderes kümmern und haben dann schon mal Silage. Ja gut, aber es macht mehr Sinn, das auch gleich in einem Abwasch zu machen, oder nicht? Ja. Na gut, dann nicht. Wie viel bringt denn der Drescher? Wie? Zum Verkaufen oder was? 94.000. Wir brauchen 70.000 für den T4 und eine Frontlader. Moin. Hallo. Wer hat eigentlich diese Sache schon mal geklärt? Was willst du jetzt ernsthaft den Drescher verkaufen oder was? Ja, logisch. Und dann halt mit Silage Geld machen, dann kann man sich einen neuen Drescher kaufen.
Ach genau. So, ja, warte, dann lass mich wenigstens das Feld erstmal zu Ende machen. Ja, du musst mit dem Drescher dann eh zum Shop fahren. Abo. Du musst mit dem Drescher eh zum Shop fahren. Weil das mehr Geld bringt. Seit wann? Achso. Schon immer eigentlich, aber wir haben es trotzdem nie gemacht. Weil wir halt Babos sind, ja. Ich weiß, was wir es können. So, schau mal, wie viel. Alter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie groß sind denn diese scheiß Silos, Alter? Wieso? Ich sag ja, soll in den einen Mod reinpassen. Boah, packen. Weil mit den 3%. Ich habe gerade 2% hier hochgefahren. Nur mal so nebenbei. Starkes Ding. Wie viel ist da jetzt drin? 2%. 21.000. Müssen wir reinholen? Und 10%. Ja, das haben wir eh schnell. Das sind 5 Fahrten, also bitte, das haben wir eh gleich. Easy. Ja, ist das eigentlich? Stell dich mal nicht so an. Ja gut, es sind 4 Fahrten, ja. Ja, noch. Von dem her. Geht. Es geht. Ups. Hast du das Schneidwerk auch schon mitberechnet? Nein. Keine Ahnung. Chris? Schneidwerk? Ja, vom Drescher. Nee, ich glaube, die haben bloß nach dem Drescher geguckt, ne? Ja, danke. Ja, siehst du, dann kriegst du ja noch mehr raus. An der Schule rechts. 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 Ich fahr da mal zur BGA. Wegen? Wegen Wald. Wegen Gras. Um da Gras abzubauen. Ja, das wäre nett, wenn du das gleich da unten machst, aber auch nicht so weit zu fahren. Anzubauen? Ey, gibt zu viel Grasflächen, alter Schwede. Ja, lol. Ja, ist die intensive Grasmap, kann das sein? Boah. Scheint wohl so. Ja, wo warten ihr? Bin ich echt gerade so weit gefahren? So. Dorn und jetzt flattern. Jetzt flattern. Der ist echt gut. Siehst du? Wenn du flatterst, geht das. Danke. So. Wann ziehst du die noch ein bisschen zusammen dann die Dinger oder? Nö. Was? Okay. Na, schon hier drüben. Besser geht's da nicht. Ja, was ist eigentlich das hier? Chris? Ah ja. Ich bin nicht hier. Ey, guck mal, Dorne. Dorne, vor deinem Namen steht ein Ausrufezeichen. Ja, weil du meinen Namen gesagt hast. Genau. Ist richtig so. Alle, die behindert sind, haben Rufzeichen davor. Und wenn du meinen Namen sagst, bin ich jetzt halt auch gar nicht mal ein normaler Mensch. Ja, stimmt schon. Logisch, also. Stimmt schon. Max, was sagst du so? Oh, ja. Ja, gut, haben wir auch geklärt. Alles klar. Bam. Oh, was will die Alte hier schon wieder? Warum die denn hier in so einem Bauernkaff mit so einem Anzug rum, als ob? Ja. Ghetto. Voll das Ghetto. Ja. Hauptsache erstmal Gras gesammelt, Alter. Muss ich ja aufpassen, wenn ich hier mit meinem Mähwerk darunter durchfahre, dass ich nicht irgendwie die Stromleitungen berühre. Oder irgendwelche Passanten weggesplattert. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich glaube, warum kann ich nicht mehr fahren? Hallo? Ah, Maschine aus. Ah, oder Verbindung zum Spiel verloren. Ja, und wie ihr gesehen habt, habe ich die Verbindung zum Spiel verloren und ich konnte an dem Abend leider nicht mehr einen Reconnect vornehmen, dadurch, dass das Internet komplett broken war. Was mich mega genervt hat, aber dementsprechend beende ich hier an dieser Stelle dieses Video oder diese Folge und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Däumchen nach oben freuen oder halt auch gerne ein paar Kommentare
Wäre ganz nett von euch. Und ansonsten sehen wir uns natürlich wie gewohnt bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Bauer. Ciao, ciao.